Das Allerwichtigste sind für mich die Studierenden. Das ist keine Phrase, sondern es entsteht ja die etwas paradoxe Situation, dass Entscheidungen zum Großteil in Gremien getroffen werden, die vor allem mit Kolleginnen und Kollegen besetzt sind. Ich sehe mich vor allem als jemanden, der in alle Richtungen blickt. Als neuer Rektor wird es mir darum gehen, zu erfahren, wie denn die doch sehr verschiedenen Studierenden an diesem Haus eigentlich denken. Die Hochschulleitung möchte nicht von oben herunter regieren, sondern sie möchte ihrer Verantwortung gerecht werden. Alles, was wir unternehmen, dient dazu, um diese Hochschule am Leben zu erhalten und die Ausbildung der nächsten Generationen von Studierenden zu sichern. Ich bin aber nicht jemand, der sagt, ich brenne jetzt 6 Wochen ein Feuerwerk der Ideen ab und danach ist Alltag, sondern ich möchte schauen, dass durch die Kommunikation im Haus Veränderungsprozesse sichtbar werden, in denen unsere gemeinsame Motivation auch ihren Ausdruck findet.